Der Kieler Hafen. Zur Kieler Woche muss er besonders gut organisiert sein. Wer ist der Mann, der dafür verantwortlich ist? Mein Name ist Michael Schmidt, ich bin 56 Jahre alt, komme aus der Seefahrt. Also ich bin mal als Kapitän zur See gefahren und bin seit Dezember 2011 der Amtsleiter des Hafenamtes und Kieler Hafenkapitän. Die Aufgaben des Hafenkapitäns sind nicht zu verwechseln mit den Aufgaben des Kapitäns eines Schiffes. Zum Beispiel die Liegeplatzvergabe. Wir kontrollieren das Gefahrgut. Hierbei ist ein wichtiger Partner für die Wasserschutzpolizei für uns. Eine der Aufgaben des Hafenkapitäns? Er legt die Öffnungszeiten der stark frequentierten Hörnbrücke fest. Während der Kieler Woche ist das eine sehr große Herausforderung. Auch um spezielle Wünsche kümmert sich Hafenkapitän Schmidt. So hat er den niederländischen Dreimastsegler Atlantis als Showschiff für ein diplomatisches Treffen vor dem Geomar-Institut organisieren können. Die meisten unserer Aufgaben sind erledigt, wenn die Kieler Woche anfängt. Während der Kieler Woche habe ich speziell als Hafenkapitän sehr viele Repräsentationsaufgaben. Heute Abend zum Beispiel bin ich auf einem Empfang in Schilksee eingeladen für die freiwilligen Helfer der Segelwettbewerbe bei der Kieler Woche. Ich freue mich immer besonders auf die Windjammerparade zu jeder Kieler Woche, egal wie das Wetter ist, denn da habe ich die Gelegenheit, live und in Farbe die Ergebnisse meiner Arbeit mir anzuschauen. Bei der Windjammerparade gibt es eine große Herausforderung, nämlich ganz einfach die, ein attraktives Bild für die Zuschauer zu bieten. Wir haben in diesem Jahr ca. 100 Schiffe, die sich zur Parade angemeldet haben. Wir versuchen natürlich von unserer Seite aus, es allen recht zu machen, aber Sie kennen das Sprichwort, es allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Aber wir bemühen uns, sämtliche Wünsche, die es zur Windjammerparade gibt, zu erfüllen. Und wenn alles klappt, und das ist in der Vergangenheit so gewesen, kann ich auf meine Arbeit auch ein bisschen stolz sein.